Reinklappen. Ende aus. Brat mir doch einen Storch. Ernsthaft? Alter. Junge, was ist diese Scheiße? Ist besser. Hui, moinsen. Donnerstag, 7. März, Nachmittag. Ich lade noch mal eben aus der Weide noch einen kleinen Hümpel Dreck weg. Das soll noch mit zum Misthaufen. Eigentlich wollten wir schon beim Miststreuen sein, aber leider ist der Streuer noch kaputt. Die sind dann auch am Schrauben und er meldet sich, der müsste eigentlich zwischen jetzt und gleich fertig werden, aber bislang hat er halt noch nicht angerufen. Ja, und sobald der Streuer fertig ist, können wir den dann holen und dann eben unser ein bisschen Strohzeugs da auseinanderstreuen. Ne? Mal eben aufmachen hier. Strom aus. Und da, wo zuvor letzt die Futterraufe gestanden hat, da soll nochmal der Hümpel ein bisschen mit weg. Wir haben noch einen Sack Grassaat hier. Dann müssen wir mal sehen, wie das aussieht, ob wir noch ein bisschen von unserem Boden, der hier noch liegt, reinfahren und dann Gras da drüber streuen und dann ist das alles wieder schier. Weil die Esel lassen sich ja noch Zeit. Die Madame möchte noch nicht fohlen, wie es aussieht. Oh, scheiße. Nichts zum Vorschmeißen hier, oder was? Ach, Teufel. Wie weit bleibt das? Geht das so? Muss gehen. Jens ist mit Vatern zusammen noch beim Sortieren von den Pflanzkartoffeln. Und da war mein Plan eigentlich, dass ich mit Vatern zum Miststreuen fahre und Jens hätte dann losfahren können, die letzten Hackschnitzel holen, die sind nämlich auch trocken. Ja, jetzt ist der Plan ein bisschen durcheinander bis jetzt. Mal gucken, ich weiß nicht, ob wir das alles noch voneinander kriegen heute. Mal schauen. So, aufladen und dann wegfahren. So, fertig. Ich habe jetzt auch ein bisschen von der Mistplatte mit dazu geladen, weil das waren nur 2,5 Schaufeln auf der Weide. Und das Zeug von der Mistplatte, das kriegen wir auf einem Streuer gar nicht alles mit, glaube ich. Aber schon mal ein bisschen wieder weg. Gemeldet hat sich bislang immer noch nicht, also warten wir das mal ab. Abgekippt. Das ist der Schlag hier, wo wir den Mist, naja, also das Stroh auseinanderstreuen wollen. Und dann sollte hier eigentlich morgen Gülle gefahren werden. 14.30 Uhr. Mal gucken. Vielleicht muss ich das Ganze noch ein bisschen umplanen. Also Befahrbarkeit sollte hier gegeben sein. Man sieht da, nee, das sieht man jetzt nicht in der Kamera, aber zwischendurch sind immer ein paar Stellen, die ein bisschen dunkler sind. Da war es etwas nasser, aber das ist, haben wir ja einmal hier mit der Scheibenecke durchgezogen und noch haben wir keinen Regen gekriegt. Montag stand im Wetterbericht jetzt schon wieder irgendwie 4 Liter oder so. Mal gucken, was tatsächlich kommt. Wenn es an mir ginge, bräuchten wir das jetzt im Moment nicht. Aber gut. Also den Schlag hier, das hatte ich ja neulich im letzten Video was, ne? Schon erzählt, den kennt ihr. Und hier sind wir wieder mit Kartoffeln dran dieses Jahr. Regungsbrunnen haben wir, Unterflurleitung haben wir. Also hier sind wir eigentlich ganz gut gerüstet. Wir haben hier die Zwischenfrucht gehabt. Da haben wir Organik ganz gut drin im Boden. Jetzt verteilen wir das Stroh noch mit. Das reicht natürlich nicht für die ganze Fläche. Ne? Wir werden das großflächig verteilen, aber wir werden trotzdem nicht die gesamte Fläche überfahren. Ich denke, dass wir das an der Straßenseite da eben mit verteilen. Und dann, wie gesagt, die Gülle. Das wird irgendwo, ich warte noch auf die Analyse, die sollte eigentlich heute kommen. 15 bis 20 Kubikmeter. Ja, und dann könnte das hier so eigentlich der erste Schlag werden, der dann gepflügt wird und dann, wo wir dann noch mit den Pflanzen anfangen können. Wäre jetzt zumindest so der Gedanke. Ich muss zu Hause noch mal gucken. Oh toll, hier hat auch einer wieder eine, was ist das denn? Eine Matratze abgeladen. Ja, mir dann Storch, ehrlich.
ja, hintere Halle vielleicht nochmal rüberfahren, wenn das jetzt hier nicht klappt. Ich würde das Güllefahren ungern ganz absagen. Dann muss man gucken, ob wir das vielleicht da morgen machen können. Und dann müsste da als erstes gepflügt werden, weil da muss auch separiert werden. Mal gucken. Wird sich alles in den nächsten Tagen zeigen. Güllefahren wird sich morgen schon zeigen, beziehungsweise heute entscheiden. Und dann sehen wir weiter. Und wenn wir hier schon mal an der Wümme vorbeikommen, kann ich euch zeigen, wie das Wasser zurück ist. Also die Straße ist frei. Das Überschwemmungsgebiet hier quasi, das Grünland, ist verschlammt, wie man sieht. Gleich kommen wir auch an unserem vorbei. Da stand hier ja auch alles unter Wasser. Hier ist das Wasser auch weggezogen im Bosch. Hier kann man sehen, wie es hier die Böschung von dem Graben ganz gut weggespült hat. Da. Der Graben selber dann versandet hier auf dem Stück von der Böschung. Da ist alles schwarz, alles Schlamm. Und hier kommen wir jetzt an unserer Heuwiese vorbei, wo wir immer 1 bis 2 Schnitte Heu machen. Letztes Jahr nur einen. Wie kann man das auch sehen? Ne? Hier stand ja, das war ja alles hier unter Wasser. Das habt ihr in den letzten Videos ja gesehen. Und so sieht jetzt hier die Wiese aus. Nicht ganz so geil, ne? Also steht auch noch Wasser. Also das ist jetzt so weit runter, aber das ist natürlich noch komplett durchnässt hier. Das ist schon, aber schon ganz gut runtergezogen jetzt im Vergleich zu letzte Woche noch. So, hier haben wir ja die Kartoffelmiete. Das hat der Nachbar dieses Jahr für Mais. Der streut hier auch noch Mist, der hat sich den da schon hingekippt, der wird wohl jetzt die Tage auch streuen. Ich denke mal jetzt morgen oder Montag oder sowas. Jo, also geht das so langsam, aber sicher geht das los auf dem Feld. Mischfeuer ist fertig, kann ihn jetzt abholen. Also ganz viel werden wir heute nicht mehr schaffen, wenn wir so morgen früh den Rest machen, aber das ist ja auch nicht so viel, das ist alles halb so wild. Das kriegen wir schon noch irgendwie alles von. Dann bleibt der Plan so, wie er war. 15 Hektar Schlag, morgen früh Gülle. Er hat sich jetzt allerdings auch noch nicht wieder gemeldet, aber er hatte das vorgestern zugesagt, dass das hinhaut. Also gehen wir da auch mal von aus. Naja, also auf zu Thebes, Streuer holen. So, wo ist er denn?
Volvo-Stärkler. Frontgewicht hatten wir schon dran. Ein Seil zum Rausziehen, falls wir versenken. Haben wir auch dran. Mischwall ist dran. Läuft alles richtig rum. Kann losgehen. Komprimiert hier, wa? Wieder weiter von ab, hätte ich auch mich hinstellen können, ne? Teufel. Blöde Tag habe ich nicht eingeplant hier hinter mir. So, er sagte noch, ich soll meinen ersten Streuer nicht so voll knallen. Erstmal testen. Dann will ich mich da auch dran halten. Und wir testen das. Steuer leer, ne?
So, zusammenfegen. Ist auf morgen vertagt. Nachbar hat sich unseren Weidemann ausgeliehen. Und mit der Hand muss ich das wohl nicht tun. Also fahren wir den Streuer zu ihm hin. Gülle Kutscher, ja, haben sich auch gemeldet. Es geht morgen los. Die wollen um 8 anfangen. Ruhe da. Komm schon. Dann habe ich 2 Streuer da und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich habe morgen früh um 8 glücklicherweise einen Physiotermin bekommen. Da fahre ich dann zu 8 hin. Mal sehen, ob Vater und Jens dann schon mal anfangen mit Miststreuen morgen. Mal sehen, wie wir das voneinander kriegen. So, Licht wäre auch nicht schlecht. Den machen wir jetzt leer und dann ist hier Schluss. Vater ist gerade noch mit der Scheibenegge einmal los. Wir haben es jetzt 17:45. Ja, und dann morgen Attacke mäßig weiter. Das wird noch ein richtig schöner Sonnenuntergang heute. Nice. Den ganzen Tag war es frisch und bedeckt und jetzt zum Abend wird es schön. Putz mal deine Scheiben! Das ist doch scheiße! Oh. In die Halle. Ein Schlepper, der nicht beschlagen ist morgen früh. Auf die Schisse. Oder warte mal, nee, müssen wir da. Nee, doch nicht. Scheiße. Schicht. Nützt ja nichts, ne? Das kommt jedes Jahr, deshalb beantworte ich das, bevor es kommt. Warum fährst du mit so einem kleinen Miststreuer? Und mal wieder, weil ich es kann. Das Ding ist ganz einfach, ist tatsächlich kein Scheiß. Ich kann's. Also er kann's. Da wo wir jetzt gerade sind, da ist ja überhaupt nichts los, ne? Aber unter anderen Umständen, wenn es nasser wird, lieber ein bisschen Leistung von einem kleineren Miststreuer als andersrum, dann kommt man auch safe durch und wir haben sowieso nicht so viel auseinander zu streuen und ich fahre dann lieber einmal mehr und fahre mich nicht fest. Finde ich schöner. Herrlich, der Frühling kann kommen. Ich habe jetzt Bock auf Frühling. Bis morgen. Jens stutzt den Baum noch weiter. Hui, es ist Freitag und zwar der wievielte? Der 8. März. Ich bin von der Physio zurück, setze mich jetzt auf den 818, dann geht das los mit Streuen. Vater kommt eben mit dem 718 mit. Jens sägt noch eben den Baum fertig, dann fährt er los, holt die letzten Hackschnitzel, kippt die schon mal ab. Und danach kann Jens dann nochmal wieder Wasser aus dem BBC an den Baum geben. Naja, aber wie gesagt, wir wollen jetzt mal eben ein bisschen Stroh auseinander streuen. Güllefahren müsste eigentlich auch im Gang sein, das werden wir gleich sehen. So. Ist wieder ganz schön geschröpft aus. Ich hoffe, ihr habt das also richtig gemacht. Hier will ich nachher nochmal einen Wall rum machen, alles ein bisschen glatt machen und dann nochmal einen Wall rum und dann kommt da auch nicht Wasser drauf. Aber jetzt muss ich erstmal noch Hackschnitzel holen, die letzte Rutsche.
Ja. Dann haben wir das auch wieder drin. Kippe ich wieder auf den Hof und wird dann nachher wieder reingefahren. Mit dem Förderband geht das nicht. Versuche ich auch zu erklären gleich, wenn ich da will. Gucken wir mal. Gemeinsam. Ja, kam gerade schon was zusammen. So, ich hoffe, ich habe das so richtig gemacht. Sieht so ein bisschen komisch aus, aber ist so. Wir hoffen, dass das packt. Ich habe mir noch schnell das Dröhnchen geholt. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Aber dabei haben ist besser als nachher ärgern. Ne? Mal gucken. Ihr werdet sehen, ob es geklappt hat. Das Schlepper habe ich eben schon mal angeschmissen. Das ist doch ganz schön frisch. Wir hatten heute Nacht sogar Frost. Weiß ich, so minus 2 oder so. Minus 1,5. So bei rum. Kann man hier auch noch sehen. Vollgas gestellt, hat noch nicht gereicht, nee. Aber Wischwasser wenigstens haben wir. Na, großartig. Oh, geht gleich los. Jo. Guck mal hier, wo die Sonne nicht hinkommt, da ist der Frost noch zu sehen. Und da hinten sind die Güllefahrer-Jungs, die tanken gerade über. Also mal schauen. Irgendwie müssen wir ja die Drohne heute hochkriegen. Das hilft alles nichts. Vielleicht machen wir es jetzt noch gleich. Verdammt, ist ja noch nicht hier mit dem 718 zum Laden. Mal schauen. Jo, da vorne. Gegen die Sonne natürlich scheiße jetzt, ne? Ja, machen wir gleich. Vater kommt auch schon. Telefon klingelt auch. So, da hier noch Zeit ist, die sind mit dem Güllefahren ja noch nicht ganz so weit. Wir wollten gegen 8 anfangen, jetzt ist 8:45. Fahren wir jetzt erstmal eben den. Ja, das ist ja. Ja, ich sag mal Kartoffeldreck, aber das sind ja keine Kartoffeln mehr, das ist einfach nur noch Schlamm. Das haben wir ja. Wer sich daran erinnert, im Herbst, Winter. Was wir wegfahren mussten, was sich nicht gehalten hat. Das hatten wir hier ja eben mit zwischengelagert und das soll aber nicht auf diesen Schlag auseinander gestreut werden, weil wir hier Kartoffeln kriegen. Auch wenn das eigentlich nur noch Schlamm ist, aber das ist aus feldhygienischen Gründen nicht ganz schlau. Deshalb kommt das auf einen anderen Schlag, wo dieses Jahr Mais hinkommt, da ist das kein Problem. Da fahren wir jetzt eben hin, das werden dieser Streuer voll, ich denke mal 2 Streuer noch oder so, dann haben wir den Dreck weg und dann geht das hier mit dem Strom weiter. Was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, also ganz lieben Dank für die vielen Kommentare bezüglich des Baumes. Und Jens hat sie ja auch gelesen, deshalb ist er heute Morgen, als ich zur Füße war, ja schon gleich angefangen und hat dann noch weiter runtergesägt. Wir hatten ja da schon einen Teil ausgesägt, aber wir nehmen Tipps natürlich gerne an und dann werden wir das jetzt auch so probieren. Er schneidet den jetzt noch richtig hart zurück und dann, wie gesagt, kommt dann nachher noch mal ordentlich Wasser wieder ran. Da war ja auch der Tipp mit dem Erdwall umrum, das hatten wir sowieso schon gemacht, aber Jens meinte eben noch, vielleicht ist es sinnig, außenrum auch noch mal ein bisschen was anzuschütten. Wir haben ja noch Boden auf dem Hof liegen, das wäre nicht das Problem. Ich denke, das machen wir dann auch noch. Wenn wir uns schon die Arbeit machen, dann soll er natürlich auch gerne anständig anwachsen. Ne? Mal schauen. So, da ist schon der nächste Gülletransporter. Das scheint ja mit 2 Wagen hier, die fahren ja mit Scheibenwägel, das schafft nicht ganz so viel, als würden sie jetzt mit dem Schlittschuh fahren. Da scheinen die ja mit 2 Transportwagen hier gut klar zu kommen. Das sieht gut aus. Ein Träumchen ist das. Ein Träumchen. Ganz großes Kino, wirklich.
wird jetzt der letzte Streuer, halber Streuer, nicht ganz voll. Mit dem Dreck, dann ist dann auch die Ernte 23 endlich Geschichte, was den Gammel angeht. Jo, und hier in der Mitte kommt er nicht durch. Geht nicht. Ich glaube, der steht da hinten schon wieder. Scheiße. Er wird jetzt außenrum noch machen, Vorgewände fertig machen. Ja, fahrt und fährt hin, zieht ihn raus. Ja, dann wird das wohl so laufen, dass wir Anfang nächste Woche, ich weiß jetzt nicht, wie das bei ihm zeitlich passt, dass er dann aber mit Gestänge kommt. Das geht ja, zieht ja besser durch als mit der Scheibenegge und dann müssen wir das eben einmal allein arbeiten, dann ist das so. Hilft alles nichts, kriegen wir aber auch hin. Wir haben es jetzt wie spät? 10:30. Diesen Streuer weg, das hat jetzt das Gejuckel halt aufgehalten und dann sollten wir mal zum Mittag hier das bisschen da Stroh auch noch auseinander kriegen und dann sind wir durch. So, ja, da hinten ist Zieh-Action. Mit dem Dröhnchen, das habe ich jetzt leider noch nicht geschafft. Wird aber jetzt so laufen, dass die bei uns hinter der Halle das auch noch antesten, wenn die hier so weit durch sind, da wo es geht. Vielleicht passt das da dann nachher noch, mal gucken. Aber erstmal hat die Arbeit Vorrang, das muss jetzt mal irgendwie fertig. So, ich versuche jetzt mal rein zu zoomen. Gucken, ob man das erkennen kann. So schräg gegen das Licht wahrscheinlich nicht so richtig, aber... Ja, schade. Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das hier in der Mitte doch noch so nass ist. Aber ich bin ja nicht der Erste, ne? Hannes hat sich festgefahren, Jan hat sich festgefahren. Jetzt sind wir dran. Wisst, wie es ist.
die Plane wieder aufmachen, die hängt da oben. Dann sonst geht das Tor nicht auf. Siehst du, deswegen hatte ich das letztes Mal. Ja, Stoßstange noch hoch gleich. So, Plane ist auf. Die Tür wollte sonst nicht aufgehen. So, jetzt mal Thema hier Kornschieber. Wenn wir das mit dem Kornschieber machen würden, das wird dann nicht rauskommen. Guck mal, wie das jetzt schon steht hier. Das fällt ja von alleine schon nicht runter. Und wenn das dann nachher durch so ein kleines Loch durch soll auf das Förderband, das muss man dann auch erstmal aufbauen, hinstellen richtig, dann den LKW dahin und dann kippen. Und dann läuft das da nicht raus aus dem Kornschieber, weil sich das ja alles so festhängt. Guck mal, das ist ja eine Wand ist das ja hier. Das läuft ja nicht von alleine. Klar will ich ja ankippen, aber man müsste jetzt mal nachstochern, damit das da rauskommt. Und da sind wir, glaube ich, nicht unbedingt schneller mit. Da muss einer immer stochern die ganze Zeit und der andere muss dann den Handfüller bewegen, damit das dann auch dementsprechend sich da hinbaut, aufbaut. Deswegen kloppe ich hier wieder eine Wurst auf dem Hof. Und wenn Sven nachher wieder da ist, dann kann er das wieder reinlöffeln. Scheiße, geht nicht vorwärts. Ah, fuck. Erinnert mich dran in der Ernte, wenn ich mich beschwere, dass da Kluten sind, dann können wir dieses Video gucken und uns dran erinnern, warum da Kluten sind. Mist. Oh, rückwärts ging's. Naja, aber dann hat das wirklich keinen Zweck. Scheiße, ey. Da geht's natürlich. Aber schöne Tonne hat er. Einwandfrei. Jo, also der Plan sitzt. Was jetzt? Kommt die paar Krümel. Wie eben schon gesagt, er fährt jetzt hier noch mal ein bisschen außen rum, wie es geht, und dann ist hier Schluss. Dann versuchen sie es bei uns hintere Halle noch mal. Da wird angefangen, aber auch nur bis Mittag, weil er heute Nachmittag woanders hin muss. Und dann geht das Dienstag weiter damit Gestänge und dann kratzen wir den Scheiß mit der Scheibenegge ein, fertig, dann ist das so. Ja, ärgerlich.
Aber kann nichts machen. Das wird nicht das letzte Mal sein. Hier ist im Vergleich zu anderen Schlägen noch eigentlich noch gar nichts los. Ne? Woanders sieht das ganz anders aus. Aber gut. Das ist es. So, der ist jetzt, wie gesagt, ach, der ist doch noch voll geworden. Dann lohnt sich das Juckeln wenigstens. Dann streuen wir gleich hier das Stroh auseinander. Dann wäre das allerdings jetzt höchstwahrscheinlich mit der Drohne nichts. So ein Ärger. Weil wenn ich wieder zu Hause bin, sind die wahrscheinlich schon abgerückt. Dann machen wir das nächste Woche, wenn er mit dem Gestecke kommt. Dann ist er so. Thank you.
wieder oder was? Scheiße, 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 scheiße. Ah, fuck. Ah, Kacke. Kommt doch nicht durch. Nein, klappen. Ende aus. Scheiße. Kannst du machen nix. Gleich. Hat er bestimmt gehört, was ich gesagt habe, aber meine Zeichen hat er verstanden. Ja, schade.
gerade. Und der ist auch scheiße. Herr Tom, passt zusammen. Oh Mann, ey. Also ich habe die Mittagspause verkürzt und da konnte ich dann eben doch noch eben kurz ein bisschen dronieren. Ich hoffe, es ist was geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr gerade gesehen, das ist das eine. Das andere ist, als ich nach Hause kam, war der Elektriker gerade noch da. Wir haben ihn geschnackt wegen der PV-Anlage. Und da sieht es jetzt so aus, dass das, also PV-Anlage selber ist fertig, Wechselrichter sind jetzt fertig, Akkuspeicher ist installiert, das ist soweit alles fertig. Nächste Woche muss dann noch, das wird wahrscheinlich Donnerstag sein, weil wir müssen das auch ein bisschen takten. Ina will nächste Woche mit dem Eis auch anfangen, das Eis zu machen für den Automaten. Das wird dann wohl Donnerstag sein, da ist der Strom dann einen guten halben Tag weg, weil unser Zählerschrank noch komplett umgebaut werden soll. Das steht Donnerstag an. Parallel dazu wird dann irgendwann der EVU noch den Rundsteuerempfänger schicken oder selber montieren. Keine Ahnung. Also unser Elektriker könnte das natürlich auch, aber wir müssen den halt haben. So, long story short, das bedeutet, dass wir irgendwann in 14 Tagen ans Netz gehen. Also einschalten können, nutzen können. So, der Überschuss wird ja eingespeist, aber primär geht es uns ja um den Eigenverbrauch. Das trifft jetzt nicht mehr ganz meine optimistische Planung. Ich hatte ja für mich mal so erhofft, dass wir ab dem 15. das nutzen können. Das wird jetzt irgendwo so beim 22. rum sein, also ja, eine Woche später, als ich das dachte, aber ist in Ordnung. Also, insofern, dass jetzt vom EVU alles so hinhaut, wovon ich ausgehe, passt das. So, und dann muss man ja danach noch spätestens vier Wochen nach Inbetriebnahme noch einmal sich ins Marktstammdatenregister eintragen. Das läuft dann aber auch easy. Das ist kein Thema. Also, wie gesagt, wir warten jetzt zum einen nächste Woche auf den Umbau vom Zählerschrank und dann auf den EVU-Rundsteuerempfänger. Und dann kann das endlich losgehen. Also auf jeden Fall noch im März und das ist schon mal, da kann man jetzt mal so den Haken hintersetzen. Ziel erreicht. Die Sonne kommt jetzt raus so langsam. Jede Woche mehr, hoffe ich zumindest. Und dann haben wir dann ab Ende März endlich den eigenen Strom. Zumindest zum Teil, sodass wir dann nächstes Jahr die Stromrechnung hoffentlich nicht mehr so hoch haben wie dieses Jahr. Wie sie für letztes Jahr gewesen ist, was dieses Jahr ja gekommen ist. Wäre toll, weil das war zu teuer. Wir streuen jetzt weiter in Mist. Sind unterwegs. Ich kann das nicht einschätzen. Das wird sicherlich noch eine gute Stunde oder so, denke ich mal. Dann den Streuer sauber machen, den Streuer wieder wegbringen. Ja, dauert noch ein bisschen. Ich habe mir jetzt noch mal eben eine Plattschaufel mitgenommen, damit ich nachher das alles schön sauber kratzen kann. Das soll ja dann auch halbwegs schier wieder zurück. Ne? Juli, also weiter geht's. So, wollen wir auch mal versenken? Habt ihr Bock auf Versenken? Ich habe keinen Bock auf Versenken. Alter. Ja, brat mir doch einen Storch. Das war jetzt wirklich keine Absicht. Oh, leck mich doch an den Arsch. Ernsthaft? Alter. Das war jetzt wirklich keine Absicht. Junge! Was ist diese Scheiße? Kurva! Wollen wir nicht versuchen. Wollen wir nicht versuchen. Anhängen. Kurva! Scheiße Loch hier! Ich weiß, was ihr jetzt schreibt. Ihr schreibt jetzt alle, das war Absicht. Das war Absicht. Nein, war es wirklich nicht. Schreibt von mir aus, das war dumm, aber es war keine Absicht. Kurva!
Spaß gehabt. Oh Mann, ey. Ach ja. Da vorne kommt das nächste nasse Stelle. Nee, das ist nicht so, das ist aber nicht so krass. Hier war vorhin einmal verstopft. Alles wegen so ein bisschen düsseligen Strom. Da ist ja nicht mal scheiße Zwischenloch. Hier, da ist auch ein Loch. Vielleicht wieder fest oder was? Da muss ich gleich rumzufahren. Ja gut, da kann er mit der Tonne nicht durchkommen, das geht nicht. Wenn das jetzt noch schön so bleibt, ein paar Tage, dann muss das Dienstag mit dem Schleppschuh eigentlich funktionieren. Gerade auch Diesel wird leer. Muss ich ja gleich noch mal schnell anrufen und zum Montagmorgen Diesel nachbestellen. Das machen wir gleich, wenn wir wieder aufladen da vorne. Runterstreuen und dann erstmal raufklettern, vorne sauber kratzen, Seiten sauber kratzen, leer streuen, hinten sauber kratzen und dann können wir wieder nach Hause bringen, wegbringen. So, more wie dead. Jetzt haben wir das, wie spät? 15.06 Uhr.
ja. Arschlecken. Eben noch schon halb hoch. Hat er euch aber vergessen, das geht ja nicht, ne? Bleib stehen. Siehst du, da ist auch eine Stufe. Großartig. Wollt ihr mit in die Scheiße? Müsst ihr jetzt. So. So,
Da einmal leer laufen und dann mal von unten sauber und dann geht das los. Fertig. Sauber. Saubere Sache. Ach, guck mal da. So. Jetzt aber. Was mit dem Mist. Gewaltig, oder? Haben wir geschafft. Jetzt haben wir es kurz vor 4. So gucken, dass wir zu Hause noch die Hackschnitzel reinkriegen, die Jens geholt hat. Aber vielleicht ist Vater auch schon bei. Und dann sehen wir weiter. Mal schauen. Ja gut, dann schaufeln wir jetzt noch Hackschnitzel. Reinpassen. Ich denke, dann ziehen wir da gleich eben schnell im Vlies rüber und dann überlege ich mir was. Gucken wir morgen nochmal umlöffeln. Mal sehen, wie viel das tatsächlich ist. Vielleicht können wir das nächste Woche auch mit in der Heizung schon das meiste reinballern. Das Dach angehoben. Echt, man ist ja von Natur aus faul. Man hat ja auch keinen Bock, Fliese zu ziehen. Und deshalb quetsche ich den Scheiß jetzt hier rein. Das muss passen. Wir sind da quasi da hinten schon unter der Decke. Zwei Schaufeln noch oder so und dann haben wir es. Jens ist gerade dazu gekommen, der fegt das eben zusammen mit Weidemann.
wenn da gleich ein bisschen rausguckt, dann ist das auch so scheißegal. Los gehen. Alles reingedrückt. Sehr schön. Also brauchen wir kein Fließ mehr ziehen. Sehr schön. Du bist auch ein heißen Feger, wa? So, das Gitter wird jetzt nicht zugehen. Mit Gewalt geht das doch zu zweit gleich. Und sonst hängen wir es aus. Dann geht die Schiebetür auf jeden Fall zu. Ja. Los, das Ding. Komm schon. Geht doch. Ist doch gar nicht so schlimm. Man muss das nur wollen. Mann. Hakt der Scheiß schon wieder. Da. Geil, Omat. Und ob das passt? Hat ja doch gepasst. Ich hatte keinen Bock mehr, noch einen Vlies zu ziehen. Das war meine Motivation. Ah, herrlich. Ja, sehr schön. So, die Hackschnitzel sind am Ende, die Woche ist am Ende und das Video ist am Ende. Auch schon wieder? Ja, hilft ja nichts. Ich habe keine Ahnung, wann ich schneiden soll, aber auf jeden Fall ist das jetzt zu Ende. Ich glaube, ich habe genug Material. Ja. Ja. Also, ja. Sagen ja, wir so. Schon wieder, ist ja dunkel, wir drehen uns um. Ja. Jetzt besser. Ja, ich konnte mich ja selber gar nicht sehen. Toll. Ja, gedacht, guck mal, Licht. Ich dachte, wir. Tada! Video zu Ende. Darum hier abonnieren, Glocke drücken, ja. Kommentieren, freuen. Däumchen. Genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja, richtig, nächste ja. Woche. Nächste Woche. Ne? Ja. Hm. Ja, ja. Toll. Ja, toll. Also. Ja. Bising! So, Schluss mit lustig. Ja. Ush!